Hör mal, eine von vielen guten Traditionen des International Fan Day ist, dass du deinen Fans natürlich auch was zurückgeben willst. Und das erfolgt immer so ziemlich am Schluss. Und in der Phase sind wir jetzt, nämlich eine Tombola. Ja, mit kleinen Präsenten aus deinem Fundus, unter anderem aus deinem Fundus, aber natürlich auch ein bisschen Merch, wie man im Neudeutsch so schön sagt. Und da hast du uns ja einen großartigen ersten Preis heute mitgebracht. Diesen Wahnsinnsanzug. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich bin ja gar nicht so. Als jemand meinen Stylist mir vorgeschlagen hat, dachte ich, das kann nicht dein Ernst sein. Ich kann doch nicht in einem orangefarbenen Anzug auftreten. Das geht überhaupt nicht. Aber irgendwie habe ich mich dann doch in diesen Anzug verliebt, weil er sah eben toll aus. Es gibt ja wirklich so Fernsehfarben und Nicht-Fernsehfarben. Ja? Also, es ist so, man muss mal gucken, also grüne Herrenanzüge gibt es eigentlich nicht im Fernsehen. Weil die sehen immer, die sehen ganz furchtbar aus, weil die strahlen nicht. Und deshalb hat man oft entweder schwarz oder blau oder man weiß oder man kommt eben mit solchen Schockfarben. Da bin ich eigentlich gar nicht der Typ zu, aber dieser Anzug hat so viele Sachen schon mit mir erlebt. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen ich damit war. Mit Videodreh und mit Fotosession und mit Tournee, Deutschland-Tournee, habe ich damit gemacht. Und dann fragt man sich immer, was macht man jetzt? Also wenn die Wissenschaft irgendwo ist, dann kann der Gewinner von dem Anzug, die Gewinnerin von dem Anzug, könnte sich dann mit so einem kleinen DNA-Bastelkasten einen Thomas Anders nachbauen. Klar, wir müssen noch mal drüber nachdenken. Also das ist ja. Ja, das ist auf jeden Fall der Hauptpreis und den kann man auch zusammenfalten. Also ihr müsst nicht so mit in den Zug oder ins Auto gestellt werden. Also so, könnt ihr sagen, wie soll man. Andere Sachen haben wir auch viele, wir haben Kissen, das sind ja ganz viele Sachen. Und das, ja, das bin auch ich. Ich habe mir gedacht, der guckt mich da so an von der Seite. wunderbare Sachen sind dabei, ich habe mich die Dose gekauft und ich glaube, was machen wir jetzt einfach mal. Aber ich glaube, wir müssen dann vielleicht den Spot rum ausmachen, weil so sehen wir gar nicht, wer die Hand hochhält. Also genau, vielleicht auch so ein bisschen, ich guck mal nach oben in die Kabine, ich weiß nicht, ob der Raum nicht sieht. Vielleicht können wir die Saalbeleuchtung noch so ein bisschen leicht Saalbeleuchtung. Ja, guck mal hier. Guck mal, Paul. Ja, dann machen wir das da oben. Genau.